Jumbo Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans. Willkommen im PBM 102. Wir sind in Runde 105. Und in Runde 105, muss ich echt sagen, passiert eine ganze Menge. Und zwar nicht nur in dieser Runde an sich von mir jetzt, sondern auch auf dem diplomatischen Parkett. Denn Hilfe, Hilfe hat das polnische Reich schon gerufen. Und meint, Galeassen sind vor Warschau aufgetaucht. Schauen wir doch mal gleich auf Warschau. Und wir erblicken, Warschau hat auch nur 18 Verteidigung. Und wir sehen hier auch keinerlei Stadtmauern und so weiter. Also, was hier ich so von Warschau sehe, zeugt quasi... Oh, ist das ein Leuchtturm? Ja. Zeugt von einer leichten Beute wahrscheinlich. Und deswegen kann ich es mir gut vorstellen, dass der gute Schuschuschone Brack da vielleicht auch schon vorher loslegen will. Zumindest deswegen hat er wohl den Vertrag mit mir machen wollen, um sicherzustellen, dass ich ihm nicht in die Parade fahre. Und zwar ab Runde 105. Hier ist das Geld von dem Vertrag. Die 75 Gold streichen wir gleich erstmal ein. Zack. Was wir haben, haben wir. Ganz einfach. Wiederholen ist nicht. Und ja gut, mit dem Geld kann man doch schon mal ein bisschen was machen wieder. Zumindest schon mal ein halber Upgrade zu einer Fregatte. Und dabei kann ich noch bemerken, dass der Auftrag, den ich ja reingepostet habe, ziemlich löchrig ist und mir es erlaubt, auch Brakta den Krieg zu erklären. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen und die Einheiten nicht abknapsen. Aber ich kann ihm sicherlich den Krieg erklären. Und nach den ganzen diplomatischen Parkettinformationen, die da so rumgegangen sind, und die ich dann auch noch in das Forum rein posten werde, hat sich eine kleine Allianz gebildet. Eine kleine Verteidigungsallianz aus Äthiopien, Asenfürst, aus England, Fouché, aus mir, dem Räuber-Captain der Zulus, aus Rolly de Rasch, meinem Nachbar im Norden von Portugal, und aus Orchrist, was ich irgendwie ziemlich komisch finde, weil Orchrist zusehends nicht, man sieht es hier nochmal, hier ist eine Galeasse, ja, zusehends scheinbar nicht den Plan verfolgt, Prakta irgendwie anzugreifen. Ja, also sehr merkwürdig, also ein schönes Doppelspiel, was Orchrist da immer weiter noch durchzieht, also auf jeden Fall wird er da, ja, wird ihm da auf die Finger geschaut werden müssen. Und, ja, er hat noch geschrieben, weitere werden folgen, wer das wohl sein mag. Ob hier unser guter Casablanca-Marokko-Mensch dazukommt, der aber relativ schwach ist, oder ob das fortschrittliche Babylon dazukommt, was allerdings ein bisschen schwach ist auf der Brust mit Produktion, das wissen wir nicht. Boah, so, bin noch nicht ganz ausgeschlafen irgendwie. Aber weiter geht's mit dem Zug. So, das war quasi so das diplomatische Parkett. Bin mal gespannt, wie Brakta darauf reagieren wird. Ob es ihm egal ist mit dieser Nachricht. Ob er vielleicht denkt, dass Hein einfach nur großes Tatar macht mit den ganzen Infos, die er sonst hat. Schließlich hat Orchrist einen Napp mit ihm. Mit Brakta. Und ja, ich habe mich mit Brakta ja auch ein bisschen geeinigt, sodass es ihm da vielleicht helfen wird. Wobei, vielleicht glaubt er ja auch, dass ich zum Vertragsbrecher irgendwann mal werden werde. Das kann ja alles passieren. Auf jeden Fall weiß er, dass Asenfürst und Rolly de Rasch ziemlich weit weg sind und ihm wahrscheinlich nicht gefährlich werden können direkt. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass bald kommende Runde oder in den nächsten Runden der Krieg losgehen wird. Und dann wird wahrscheinlich der gute Hein schnapp schnapp weg sein. Und mal gucken, ob der Rest der Welt mit in den Krieg zieht und endlich mal Vorbereitungen trifft, um einen Brakta aufzuhalten. Kommen wir jetzt zu unseren eigenen Vorbereitungen. Erstmal die Ereignisse. Zivilisation Indonesien ist nicht mehr mit Sydney verbunden. Das ist natürlich auch ganz nett. Keine Verbundenheit mehr mit Sydney. Dadurch kann dieser Stadtstaat keine Einheiten mehr im Namen von Sydney gegen mich loslassen. Sharkbit hat uns die Vereinbarung vorgeschlagen. Genau, es sind nämlich inzwischen genug Runden wieder vergangen.
Hä? Nein, nicht Sharkbit. Doch, Sharkbit. Ach, ist ja gar nicht mehr Sharkbit. Ist Phandazma. Phandazma benutzt, hat ja jetzt die Assyrer. Und, ja, hat mir ja ein bisschen Gold schon vorab gegeben. Und jetzt 3 Gold pro Runde gemäß unseres Bezahlungsabkommens für Frieden. Also nehmen wir das auch an und schon sind wir wieder im Plus. Ansonsten an Ereignissen. Die erste Galeasse von uns ist vom Stapel gelaufen und sie hat 15 Erfahrungspunkte und 8 brauchen wir für die erste Erforschung, für die erste Beförderung. Eine Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Jawohl. Gut. Also, wie üblich, wir fangen mit unserem Bautrupp-Geklicke an. Ein Bautrupp da, ein Bautrupp da. Okay. Und dann haben wir hier noch ein schönes Paddelboot. Fischerboote, die wir hier in Richtung Position bringen und plötzlich dann keine Piraten irgendwo. Und einmal Minenbau da und der hier können wir dorthin ziehen, damit er das Feld mal verbessert. Und unser letzter Bautrupp hier hinten kann mal in Richtung weiter Osten ziehen, um hier zu gucken, wie es hier weitergeht. Und den Wald, der hier ist, den können wir komplett wegholzen. Das kann alles schön nach Theben gehen, damit Theben schön ausgebaut wird. Mit der Unterstützung von unserem Bautrupp hier. Gibt immer mal wieder ein bisschen was an Produktion dazu. So. Barbarenlager. Barbarenlager hat hier eine Galeasse gelauncht. Ich muss echt sagen, eine Galeasse. Die viele haben noch nicht mal Galeassen gebaut, würde ich mal sagen. Und er setzt mir direkt eine Galeasse bei einem Barbarenlager vor die Tür. Finde ich nicht schön, finde ich nicht schön, aber müssen wir uns halt jetzt drum kümmern. Also beschießen wir sie mit unserem Bogenschützen hier. Anstatt des Pferdes muss ich halt jetzt die Galeasse beschießen. Und ich bezwinge auch noch die Galeasse ein bisschen durch die besonders gute Triere, die halt mit dem plus 53% gegen Barbaren und plus 15% gegen Schiffe jetzt stärker ist, als die Galeasse selber hat an Verteidigung. Also, drauf damit. Und unsere eigene Galeasse hier oben ziehen wir mal langsam in Position und können dann demnächst hier was machen. Gut, unser netter Missionar kann hier auch mal ein bisschen weiterziehen. Und damit ist das abgeschlossen hier. Ja, würde ich mal sagen, abgeschlossen. Bei Bulawayo hatte ich hier noch was, genau. Einmal aufs Nahrungsfeld wechseln, damit Bulawayo schneller noch wieder wächst. Und zwar in 6 Runden. Und das Kolosseum kann ja ruhig ein bisschen eine Runde länger dauern. Ja, Bildungswesen noch 4 Runden. Puh, das wird knapp hier alles. Aber egal. So, was haben wir denn noch Schönes? Wir gucken mal zu unseren Einheiten. Ja, wir sehen hier zum einen direkt beim Sinai-Berg, dass wir hier mal ein bisschen erforschen können, was hier so passiert. 1, 2, 3 und da würde er eh anhalten. 4, okay. Da sind 6 Eisen, okay. Zum Sinai. 6 Eisen, interessant. Okay, und ja, was machen wir sonst? Wir können hier nochmal gucken. 1, 2, da sind keine Einheiten. Und 1, und da sind auch keine Einheiten. Gut, da hat er nichts. Und wir setzen uns da weiter ab und verschanzen uns dort. Jo, haben wir uns alle Möglichkeiten halt offen gelassen. Wir können hier ins Wasser. Hier scheint nämlich so eine Art Übergang zu sein. Oder wir könnten hier ins Wasser. Hier scheint auch ein Übergang zu sein, um hier rüber zu kommen. Wir könnten auch ins Wasser. Und dann nach Jakarta gehen. Das wäre sogar der Clou hoch 3. Wir kommen dann mit der Truppe hier lang und nehmen dann Jakarta ein. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen riskant, würde ich sagen. Schauen wir erstmal, was wir jetzt hier mit unserer Truppe machen. Also, unsere Truppe hier. Wir fangen erstmal an und machen den. Nachdem hier seine Bogenschützen sind weg, werden wir jetzt erstmal uns da positionieren. Und wir sehen hier schon mal, aha. Da hat er einen ins Wasser gesetzt und den muss er woanders hingezogen haben. Und hier ist eine Stadt von ihm und hier ist eine Galeasse von ihm. Warum die Galeasse dort?
Der soll die Galeassen hier drüben Richtung Bracta schicken. Das muss ich ihm vielleicht nochmal klar machen. Naja, und was machen wir sonst? Wir können hier nochmal ein bisschen gucken. Ah ja, und da ist auch noch eine Stadt. Und wir gehen darüber und erkennen hier quasi eine weitere Seestadt von ihm. Surabaya. Okay. Gut. Ja, ein bisschen Aufklärung ist halt auch gut. So, mit dem da rum. Oh, wenn man hier auf den geht, sieht man, ah ja, zu Casablanca hat er jetzt eine Handelsverbindung gebaut. Okay. Interessant. Gut, was machen wir selber? Mit unseren Einheiten erstmal diese Einheit hier darüber ziehen. So. Aha, ein Pferdchen. Und was machen wir mit dem? Den können wir dahin tun. Genau. Und der kann dorthin. Der kann dahin. Der kann dahin. Der kann dahin. So. Und der muss dorthin. So. Gut. Was machen wir hier jetzt? Ich hatte, glaube ich, noch was gemacht. Und zwar. Der und der besser. Beide gleich gut. Beide noch nicht gekämpft. Wir haben hier mal ein bisschen geguckt. Festgestellt, da oben ist eine Triere. Und die könnte ja jetzt unsere Einheiten hier angreifen. Also blockieren wir das einmal. Und weil wir auch ganz erpichter sind, EPs zu sammeln, werden wir die jetzt auch angreifen. Und kriegen 5 EP und es hat uns 15 gekostet. Gut. Kann also die Triere wieder woanders hin tun. Die anderen Einheiten bleiben hier soweit bestehen. Weil ich glaube, ich den nochmal auf das stellen will, weil der General sollte schon besser geschützt sein. Und ziehen dann weiter an Malakka vorbei. Weiter Richtung Westen. So, müssen sich hier vereinigen mit denen. So, was machen wir sonst? Ansonsten machen wir hier eigentlich gar nichts mehr. Das Einzige, was wir noch machen, ist, wir gucken auf die Demografie und stellen fest, wir sind jetzt 5. bei der Produktion. Oh, 5. bei der Produktion. Ganz schön nach hinten gekommen. Da haben wohl einige jetzt aufgeholt, muss ich echt sagen. 8. bei Alphabetisierung. Immer noch ziemlich schlecht. Ja, es liegt halt daran, dass wir so wenig Forschung haben. Also, mehr gibt es dann aber auch nicht. Und ja, dann sehen wir uns in Runde 106. Und schauen wir mal, ob der Krieg beginnt oder ob der Krieg nicht beginnt. Jumbo, Jumbo!